Spiegeljournalisten müssen zu Fachleuten werden, bevor sie ihre Artikel verfassen und große Themen kunstvoll zu Geschichten verdichten. Getreu Rudolf Augsteins Motto, sagen was ist. Ist das nicht auch ein Fehler, dass man, so schlimm das war, was passiert ist, dann medial so überhöht? Ich finde die Kriegsrhetorik absurd und falsch und zutiefst peinlich, weil natürlich ist es schlimm, wenn Leute einem das Auto abfackeln und man seinem Kind erklären muss, dass da das Auto unten brennt und es nicht vor die Tür gehen kann. Das ist für die Leute ganz, ganz furchtbar und es ist auch etwas, was ich finde, was konsequent verfolgt und bestraft wird. Aber es ist kein Krieg. Sagen was ist, lautet auch der Titel dieser Sendung. Mein Name ist Olaf Häuser. Ich bin Multimedia-Journalist beim Spiegel und spreche gemeinsam mit meinen Co-Moderatoren jede Woche mit Autoren der aktuellen Ausgabe über ihre Stories. Wenn du dann über den Zaun klettern würdest, dann würden die richtig wild werden. Dann ist das, glaube ich, nicht mehr zum Lachen. Und das hat man auch gemerkt. Also man kann da so vorbeigehen, die sind aber gleich doch sehr erregt und gucken dich genau an. Und keine falsche Bewegung, sonst wird es da sehr ungemütlich, das ist schon klar. Ich möchte wissen, wie es ist, in den Schaltzentralen der Weltpolitik zu recherchieren. Welche Anekdoten man erlebt, wenn man die führenden Wissenschaftler der Welt besucht. Und wie man es schafft, seinen Gesprächspartnern die Antworten zu entlocken, die Leser und Hörer fesseln. Im Gespräch mit unseren Kollegen aus allen Spiegelressorts entdecken sie die Geschichten hinter den Artikeln, erfahren die Thesen der journalistischen Experten und dringen so tiefer in die Themen vor, die das Zeitgeschehen bestimmen. Jede Woche. Immer ehrlich, immer streitbar, immer aktuell.